Einen wunderschönen guten Tag zusammen und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Futures Handeln mit dem Stereo Trader. Und wenn Sie schon mal hier dabei gewesen sind, dann wissen Sie, dass wir diese Veranstaltung mit Heiko Behrens zusammen machen. Ich freue mich, dass er auch heute wieder Zeit für uns hat und natürlich, dass Sie heute live dabei sind. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Und bevor ich an den Heiko übergebe, müssen wir natürlich einmal kurz wie immer den Risikohinweis besprechen, denn diese Veranstaltung dient nur zu Informations- und Schulungszwecken. Bitte unabhängig von Inhalt dieses Events nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Am Ende müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen, das ist ganz wichtig. Super, gut, dann lieber Heiko, übergebe ich sehr gerne den Bildschirm. Wünsche viel Erfolg und viel Spaß. Jo, dann mein Bildschirm übertragen, Bildschirm Nummer 3. So, dann herzlich willkommen auch nochmal von meiner Seite zum heutigen Live-Trading. Und wer meine Webinare, egal bei wem jetzt, ja, wie auch bei FX Flat, verfolgt, der weiß, ich bin oder mir ist immer gerne daran gelegen, dass ich ein bisschen Ausbildung mache und es gibt ja doch viel zu erzählen und bei FX Flat bediene ich ja den Part Future Trading im MetaTrader 5 mit dem Stereo Trader zusammen. In Kombination ist das schon eine, ja, wirklich eine tolle Kombi, in der man recht gut und schnell handeln kann und wie gesagt, wenn es das heute auch zulässt, dann werden wir heute auch ein bisschen Live-Trading sehen, von meiner Seite aus. Dennoch, so ein bisschen Ausbildungsanteil ist für mich immer ganz wichtig, denn ich merke es immer wieder, ein Part oder ein Teil dessen, warum man nicht erfolgreich ist im Trading, liegt oft daran, dass auch ein Teil fehlendes Wissen ist. Und mit dem Thema Future Trading ist halt auch nochmal ein komplett neuer und eigener Bereich, der ja auch wieder neues Wissen erfordert, um da drin auch wiederum erfolgreich zu sein oder zu werden. Genau, wenn euch allgemein das Thema gefällt oder die Ausbildung gefällt oder das Webinar gefällt, ich kopiere euch mal einen Link und es würde mich einfach freuen, wenn ihr hier auf dieser Seite, ihr könnt hier auf Jetzt bewerten gehen und dann wählt ihr hier dieses Heiko Behrens, sein Trading-Webinare-Analysen. Ja, darunter könnt ihr dann gerne mir ein Feedback schicken. Und das haben erst heute wieder Leute gemacht und das freut mich natürlich, wenn ich da einfach auch von eurer Seite das Feedback bekomme und ich das natürlich wiederum mit der Öffentlichkeit entsprechend teilen kann. Und ja, wie gesagt, kann man sich dann hier durchlesen und das Ganze und dann könnt ihr mal schauen. Wenn ihr Lust habt, würde ich mich freuen, einfach der ein oder andere, der hier dabei ist, da weiß ich ja auch, die haben schon geschrieben. Ne? Man kennt sich ja mit der Zeit. Genau. Gut, das nochmal an dieser Stelle. Gut, wir steigen mal ein in den Ausbildungsanteil. Wie gesagt, geplant ist jetzt die nächsten 20 Minuten das zu machen, um dann so ein bisschen mal in den Future Trading reinzuschnuppern, euch das zu zeigen, wie ich was mache und vielleicht ein bisschen ein paar Live Trades zu sehen. Gut, Thema heute so ein bisschen ist, was man alles mehr sieht gegenüber dem normalen Trading jetzt im klassischen CFD, wobei ja natürlich da, muss man ganz klar sagen, der Stereo Trader ja auch noch dieses Schmankerl halt hat, wo wir drauf gleich eingehen. Also der Blick über, unter und hinter die Kerze im Future Trading, all das ist im Future halt möglich. Wir haben halt ganz klassisch, was ihr jetzt hier seht, den Candle Chart. Der Candle Chart ganz klassisch, ja, muss ja nichts weiter dazu erklären, zeigt uns das Hoch, das Tief, Eröffnungs- und Schlusskurs. Ist der Schlusskurs über dem Eröffnungskurs, haben wir eine positive Kerze, bei vielen entweder weiß oder grün. Schließt, ist der Schlusskurs unter der Eröffnung, haben wir einen Body oder ja, so einen Körper, wie man das so ausdrückt, der halt bei vielen rot oder schwarz ist, eins von beiden. Ja, manche stellen sich noch ganz verrückte Farben ein, aber das ist ja jedem überlassen. Und aber das ist das halt, was wir, wenn ihr mit einem normalen Candle-Chart handelt, halt seht.
FX Flat als einziger deutscher Broker hier für den MetaTrader 5 und dem StyleTrader hat halt die Möglichkeit, dass ihr euch das Level 2 anzeigen lassen könnt. Also ihr könnt euch hier Future-Daten abonnieren und könnt euch dieses Level 2, was ihr hier seht, also die zur Ausführung stehenden Orders anzeigen lassen. Dafür müsst ihr die Future-Daten abonnieren. Und wenn ihr diese Future-Daten abonniert habt, und die muss jeder abonnieren, da gibt es gibt es leider keine Ausnahmen. Wenn ihr das halt abonniert habt, dann könnt ihr das sehen. Und das Coole ist, der StyleTrader, der hat die Möglichkeit, das habe ich auch schon im anderen Video mal gezeigt, zeige ich heute nicht, dieses sogenannte Future Mapping zu machen. Das heißt, ihr könnt euch das Level 2 dann, was weiß ich, wenn ihr jetzt hier den DAX habt, dann hoffentlich dann mit dem neuen Update wieder euch das Level 2 im FDAX, also vom FDAX im normalen CFD anzeigen lassen. Wenn ihr den Nasdaq handelt im CFD, könnt ihr euch das Level 2 vom Nasdaq anzeigen lassen und so weiter. Oder wenn ihr den Dow Jones handelt, dann könnt ihr euch das Level 2 vom Dow Jones Future anzeigen lassen. Also das ist ja schon mal auch eine coole Möglichkeit, dass man das Level 2, also Teile aus dem Future Trading sieht, aber selber gar nicht den Future halt handelt oder handeln muss, ne? Das ist ja nochmal ein riesen Unterschied. Also das heißt, ihr seht zumindest schon mal Orders, wie sie am Markt liegen und könnt dann auch sehen, wenn ihr euch dann zum Beispiel noch zusätzlich dass die Markttiefe holt, also die Time and Sales Liste, dann könnte man sogar mit einem schnellen Auge auch gucken, ob hier entsprechend das Volumen, was dort da stand, auch wirklich gehandelt wurde. Mit anderer Software oder vielleicht auch bald hier im MetaTrader oder im StyleTrader vielleicht auch möglich zu sagen, okay, man guckt noch eine Etage tiefer, nämlich in diese Kerze hinein und kann dann in dieser Kerze direkt dann nochmal mit so einem genannten Footprint-Chart nochmal sehen, was dort an Angebot oder nicht an Angebot und Nachfrage, sondern welche Kontrakte gekauft und verkauft wurden, welche Anzahl, wo liegen die? Und so kann man in die Kerze, also der Röntgenblick in die Kerze reinschauen, ist manchmal ganz interessant. Vor allem zum Beispiel, wenn man eine Hammerkerze sieht und sieht in der Hammerkerze zum Beispiel, dass das meiste Volumen, also sehr oft in der Hammerkerze wird das meiste Volumen unten in der Lunte gehandelt oder bei einem Shootingstar oben. Ja, und da kann man ab und zu schon mal einen richtig guten Vorteil bekommen, wenn man sowas sieht. Ich überlege nur gerade. Der Tage, ja, nee, ich habe jetzt gerade kein aktuelles Beispiel. Hey, bin ich jetzt gerade erst beim Reden drauf gekommen. Also der Vorteil von diesem Footprint-Chart ist, dass man halt reingucken kann. Man kann da draus auch sicherlich gewisse Sachen ableiten, aber zum Beispiel jetzt hier bei der Kerze, da sieht man einfach, auf jeder Seite wird halt eine gewisse Anzahl von Kontrakten gehandelt. Da sieht man jetzt auch nicht mehr. Ja, also es ist nicht zwingend so, dass man in einem Footprint-Chart wirklich einen Vorteil hat. Ja, und deswegen kann es einfach nur auch für einen bedeuten, okay, ich gucke halt ein bisschen in die Tiefe. Ja. Aber so sieht die Kerze, die ich hier gezeichnet habe. Die andere war jetzt hier noch nicht ganz fertig, aber so war das Bild einfach schöner zu machen. Also als die Kerze fertig war, sah dann der Footprint-Chart so aus. 555 Kontrakte wurden in dieser Zeiteinheit, in dieser Periode, die man sich dort angezeigt hat oder die ich mir anzeigen lassen habe, halt gehandelt, in dem Fall im 5-Minuten-Chart. Ja. Genau. Und dann gibt es noch eine Möglichkeit, wie man sich das Volumen und alles, was damit zusammenhängt, auch auswerten lassen kann. Das wäre dann die Möglichkeit, ein sogenanntes kumulative Delta anzuzeigen. Und dazu hatte ich auch der Tage auch beim Stream in der StyleTrader-Gruppe meine Frage zum Cumulative Delta. Und ja, was zeigt das überhaupt an, das kumulative Delta? Das zeigt uns kumuliert alle Market-Kauforders minus Market-Verkaufsorders an. Wenn ihr jetzt an der Stelle irgendwo merkt, ich komme da gerade nicht mit, ich verstehe gerade was nicht, ich verstehe Bahnhof, dann schreibt mir es am besten in den Chat hinein, dann kann ich darauf nochmal eingehen, weil ich kann ja jetzt nicht von jedem voraussetzen, dass er das kennt. Wenn das für euch gerade böhmische Dörfer sind oder euch der Sinn nicht erschließt, dann schreibt es mir einfach. Dafür ist ja auch so ein Webinar gedacht. Ja, dann kann ich darauf auch eingehen. Gar kein Thema. Ja, also lieber gefragt und heute schlau aus dem Webinar rausgegangen als nicht gefragt. Ja,
als nicht gefragt und dann doof dastehen. Und wie gesagt, den einen oder anderen kenne ich, aber im Prinzip, ich kenne euch nicht und deswegen traut euch auch die Fragen zu stellen und dumme Fragen gibt es nicht. Wie sieht das Ganze aus? Und wir werden das auch im Live-Trading heute sehen, da ich das selber auch nutze. Ja, also alle Market-Kauforders minus alle Market-Verkaufsorders. Warum habe ich extra Market dran geschrieben? Weil es immer nur um die ausgeführten Orders geht. Also die, die durch die Time-and-Sales-Liste laufen. Es geht nicht darum, was man im Level 2 steht. Er sieht im Level 2, das sind sozusagen passive Order, die auf Ausführung warten und Market Orders sind wirklich ausgeführte Orders. Darunter zählen auch Stop Orders. Stop Orders sind auch Market Orders. Wenn man die dann zusammenzählt, kumuliert pro Periode, ergibt sich genau so ein Chart. Ja, das sieht dann typischerweise so aus. Oben ist der normale Preischart, also wie der Markt gelaufen ist. Und darunter ist das Cumulative Delta oder kumulative Delta. Und bei dem kumulativen Delta ist es so, dass natürlich, wenn der Markt fällt und wir sehen dort in diesem Delta auch einen, also mehr Verkäufer, dann passt das ja genau damit überein, was wir ja auch als Trader sehen möchten oder wovon man ja in der Mehrzahl der Fälle ausgeht, dass wenn der Markt fällt, dann sollten wir mehr Verkäufer halt im Markt haben als Käufer. Ja, also die Anzahl derer sollte höher sein. Wenn das nicht passiert, kann man ja fragen, warum ist das so? Ja, steht da vielleicht was anderes dahinter? Und dann habt ihr so einen gelben eingerahmten Bereich und da seht ihr das kumulative Delta unten. Hätte ich vielleicht auch nochmal hinschreiben können, dass unten das kumulative Delta ist. Ja, das unten hat, macht kein neues Tief und der DAX, ach der DAX, der Markt hier macht aber ein neues Tief. Das heißt, die Verkäufer in der letzten Welle waren gar nicht so präsent. Ja, es gab gar nicht wirklich wesentlich mehr Verkäufer als Käufer und dann seht ihr, geht der Markt auch relativ gut dort zurück. Ich hole mal gerade mein Zeichentool, um das hier nochmal vielleicht ein bisschen visuell zu unterstützen. Wo ist es denn hin? Ich sehe gerade mein Zeichentool nicht. Dann, da ist es. Gut, dann, also, hier sieht man jetzt den parallelen Verlauf, also das und das, ne? Also es läuft parallel. Rücksetzer im Markt, auch Rücksetzer im Cumulative Delta und das sieht ja recht identisch aus. Und dann gibt es hier diese sogenannte Divergenz, machen wir mal so. Das heißt, wir sehen ein neues Tief im Delta, aber kein neues Tief, neues Tief im Kurs, sorry, aber kein neues Tief im Delta. Und damit entsteht halt einfach durchaus der Eindruck oder ist dann auch entstanden, dass an diesem Tief gar nicht viele Verkäufer da sind und am Ende sehen, können wir daraus uns eine Meinung bilden und dann eventuell auch einen Trade. Ja, ja und so gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, wie man sozusagen im Future Trading oder wenn man jetzt das Volumen oder das, was gehandelt wird im Future halt auf unterschiedliche Art und Weise auswertet, dass man dort halt einen Blick tiefer hat und dieser Blick tiefer, der kann dann dazu führen, dass man sozusagen mit diesem ganzen Orderflow oder mit dem ganzen Gedöns dann sozusagen andere Entscheidungen treffen kann, nicht zwingend bessere Entscheidungen treffen kann, aber man hat einfach mehr Möglichkeiten. Ob diese Möglichkeiten für einen Vorteil liefern, das muss jeder für sich selber ausprobieren, ob das für ihn so ist. Wichtig ist, auch ja, die ganze Industrie, der ganzen Leute, die Software anbieten, Tools anbieten, Coachings und so weiter anbieten, was ja alles seine Berechtigung hat. Wichtig zu wissen ist, dass auch der Orderflow nicht der heilige Gral ist, wie es hier und da auch gerne mal in der Werbung suggeriert wird, sagen wir es mal so. Ja. Und am Ende ist es fast so wie mit der Werbung mit Gillette. Ja, seit 50 Jahren machen die immer schärfere Klingen oder immer mehr Klingen, eins von beiden. Genauso auch der weiße Riese, der wäscht halt jedes Jahr immer weißer und am Ende bleibt halt weiß, weiß. Und hier ist es auch so, auch mit dem ganzen Blick in die Kerze hinein,
kann es genauso sein, dass man auch Fehlentscheidungen trifft, wie auch ohne das. Aber es sind interessante Tools. Ich selber nutze sie und ich werde dann heute auf diese Tools sozusagen im Live-Handel am besten nochmal mit eingehen, um dann zu schauen oder um euch zu zeigen, wo Situationen sind, die vielleicht hier und da jetzt gerade eventuell gewinnbringend oder ich hoffe es mal, dass ich sie gewinnbringend umsetzen kann. Zum Cumulative Delta, was ich nutze, das ist mittlerweile sogar nicht für euch, aber in gewissen Versionen, Beta-Versionen und Zusatzprogrammierung habe ich das Ganze schon im MetaTrader drinne. Ja, also hier ist mein, seht ihr das? Da seht ihr das Cumulative Delta gerade hier im Nasdaq Future drinne. Genau, und da kann ich das jetzt das Ganze schon nutzen. Ja, mal sehen, ob es für euch mal nutzbar sein wird. Wie gesagt, das kann ich jetzt so noch nicht sagen oder abschätzen oder will da jetzt auch keine Hoffnung wecken. Das muss man jetzt ganz klar sagen, dass aktuell und offiziell der Stereo Trader sozusagen das Level 2 im Angebot hat. Und wenn ihr die Markttiefe euch anschaut, dann habt ihr hier noch die Möglichkeit, sozusagen euch anzeigen zu lassen oder zu gucken, ob das, was dann an Orders, die hier drinne stehen, auch wirklich gehandelt wurde. Ja, also diese Möglichkeit, die habt ihr dann noch. Ist immer mal ganz interessant, wenn wir große Orders im Markt haben, also große Level 2 Orders im Markt haben, das hier entsprechend dann zu sehen, ob diese wirklich gehandelt worden sind. Werden wir vielleicht nachher auch hier im Handel sehen, falls da mal eine große Order kommt, ob und wie die gehandelt wird. Gut, so mal ein Schlückchen hier vom Kaffee nehmen. Ansonsten auch in den letzten Videos auf meinem YouTube-Kanal oder auf dem Kanal von FX Flat entsprechend ist auch, wie mein Trading-Bildschirm hier aufgebaut ist für den Handel im Markt. Ich nutze gerne die Schwergewichte. Vielleicht dazu auch nochmal für euch einen Link. Oh, wartet mal kurz, ich muss mal ganz kurz ans Telefon gehen. Ich bin sorry, bin sofort wieder da. Das ist wichtig. Also ungewöhnlich, so ein Anruf zu der Zeit von der Person und das ist, muss ich mal kurz rangehen. Also, ich nutze halt gerne hier die Schwergewichte im Markt, um da ein bisschen zu schauen, kommt jetzt gewisse Orders aus der Kasse, aus dem Future und zu schauen, welche Aktie da eventuell eine gewisse Tendenz halt hat, weil die Schwergewichte sind schon nicht ohne und wer das möchte, der kann hier und zwar sich die Seite hier mal abspeichern, Slick Charts und da gibt es die Gewichtungen aller Werte, also hier auch S&P 500 und Dow Jones, kann man sich durchaus mal abspeichern, das Ganze. Und dann seht ihr ja, wenn man jetzt hier die Top-Charts nimmt, also hier 11,5%, dann sind wir hier bei 20% schon, allein mit Apple und Microsoft. Und klar ist, wenn sich die Top 10 Werte oder Top 6 Werte hier massiv bewegen, dann ist ganz klar, dass man hier auch, ja, dass sich das logischerweise im Kurs des Index halt bemerkbar macht. Ja? Und klar ist auch, wenn dann hier sich da unten irgend so eine Biogen, ja, und dann bewegt, die müsste sich schon massiv bewegen, aber mit 0,33% ist natürlich das Ganze jetzt so, dass das nicht großartigen Einfluss drauf hat, ja. Aber hier vorne die Tops mit 11,5%, 9,3, 8,3 und so weiter, seht ihr ja selber. Die sollte man einfach mit im Petto haben und sollte man einfach mal durchaus, also finde ich, ja, wie gesagt, ist ja nur meine Meinung, aber so baue ich mir das auf. Es ist jetzt nicht so, dass ich hierher gehe und versuche, jegliche Einzelaktie jetzt hier zu analysieren. Das mache ich jetzt nicht, aber prinzipiell geht es einfach darum, gibt es halt eine Aktie, ja, die halt hier führend ist und wenn die Apple halt massiv fällt oder steigt mit ihren 11%, hat die sicherlich auch ja, den entsprechenden Einfluss auf den Markt. Genau, dann habe ich hier nochmal den Dow offen und den S&P 500. Die sind jetzt für mich aber nicht wirklich relevant. Und
Ja, dann würde ich ja an der Stelle dann schon mal runtergehen in die Analyse für heute, 5 Minuten noch bis zur Eröffnung und mal gucken, ob es denn hier was gibt. Ja, wenn ihr Fragen habt hier zum Ausbildungsanteil, dann gerne her damit, aber bis jetzt kam nichts außer positives Feedback. Dann würde ich hier eine Etage weitergehen. Was ich dann auch noch nutze, ich nutze schon auch noch Fremdanbieter. Das liegt aber auch daran, dass ich das schon immer so nutze und das seit dem Jahr 2006. Von daher bin ich einfach daran gewöhnt und wie gesagt, nutze jetzt halt das hier auch noch, diese Tools und ja, ist halt wie gesagt so ein bisschen ein. Das haben wir, habt ihr ja letztes Mal schon gesehen, hier unten auch nochmal das Cumulative Delta drinne. Ich nutze hier gerne einen Tick-Chart und nicht immer, aber an manchen Tagen ist es halt einfach so, dass ihr seht hier diesen sogenannten VWAP, den Volume-Weighted Average-Preis und davon, wie so bei so einem Bollinger Band, gewisse Standardabweichungen. Ich habe jetzt das mal bunt, also etwas farbig dargestellt, damit man das mal noch ein bisschen sich unterscheidet. Und das sind dann Standardabweichungen 1, 2 und 3, die ich da nutze. Mal gucken. Ja, werden wir dann nachher drauf eingehen. Mir ist nur gerade so aufgefallen, also bei dem Cumulative Delta gab es gestern eine interessante Situation. Ich will mal gucken, ob ich die halt finde. Jo, genau. Und zwar 18 Uhr in der Region. So. Und hier sieht man jetzt, dass der Markt halt hier schon nochmal versucht hat, deutlich nach unten zu gehen. Und das Delta ja, läuft hier komplett flat. Ja? Also das heißt, obwohl wir hier in den Abwärtstrend sind, war denn da unten eine Schicht im Schacht. Und zeige euch das nochmal. So, hier unten. Und da sieht man wirklich, ups, das war jetzt nicht die richtige Farbe. So, die hier. Und da sieht man hier unten durchaus, dass da vielleicht, obwohl wir hier ein neues Tief ausbilden, im Delta, also hier, ach im Delta, im Kurs und im Delta halt nichts Neues bilden, sieht man, dass da unten irgendeiner in diesem Preisbereich halt ja, das nicht mehr wollte, dass der Markt halt hier durchgeht und dann gab es hier entsprechende Rücksetzer. Am Ende muss man sich natürlich eine Meinung dazu bilden, ob das halt nur ein Rücksetzer ist, ein Reversal ist. Das werden wir dann sehen und da gibt es halt natürlich viele Facetten. Wenn man jetzt mal rein ganz klassisch sich hinterfragt, okay, welche Möglichkeiten gibt es? Bei mir wackelt der Cross hier schon so mehr, ist meine Uhrzeit. Nee, passt. Ganz schön viel Action hier schon vor US-Eröffnung. Dann, welche Möglichkeiten es halt gibt? Prinzipiell sind die Divergenzen, ja, Bildschirm, so machen wir es mal zu schwarz. Also die Divergenzen, das heißt, wir haben einmal den oben den Kursverlauf, unten das Delta. Das heißt, wenn wir hier steigende Kurse haben, das Delta geht halt hier nach oben und driftet dann so nach unten, dann ergibt sich dann hier diese Divergenz. Ja, also wir sehen abnehmende Käufer versus neue Hochs und dann kann man hier durchaus gucken, ob man hier irgendwelche Umkehrformationen bekommt, hier oben in dem Bereich und dann versucht vielleicht hier Short zu handeln. Und wenn das funktioniert und man trifft sogar das Reversal, weil hier noch andere Trade ausgestoppt werden, dann ist das halt relativ gut. Nichtsdestotrotz kann es auch sein, dass nach dem Rücksetzer der Markt halt weiter steigt und dann später hier das auch weiter divergiert. Ja, das kann halt auch passieren. Ja. So, und dann geht es halt hier nur ein bisschen wieder runter und dann wieder hoch.
Genauso kann man auch versuchen mitzugehen. Das heißt, wenn das Cumulative Delta genauso wie der Kurs halt mit nach oben geht, dass man halt, ich mache das mal grün als parallel, also steigende Kurse, steigendes Delta, man handelt dann mit dem Delta halt mit. Ja. Eine andere Delta-Divergenz wäre noch, wenn wir größere Player haben, die sich im Markt positionieren. Ich mache das jetzt auch mal an der Aufwärtsbewegung. Das heißt, wir sehen, dass der Markt hier hinkommt. So, viele gehen dann davon aus, wir haben den Einstieg im Trend. Ja, also der Markt kann im Trend weiter steigen. So, und jetzt würden wir hier unten im Cumulative Delta mal sagen, auch das geht genauso mit und plötzlich geht das Delta hier richtig steil nach oben. Aber hier im Kurs, das ist jetzt leicht verschoben, aber im Kurs passiert nichts mehr. Dann kann man hier unterstellen, dass wir einen größeren Limit-Verkäufer haben. Der stellt sich hier hin. Macht immer mit einem roten Balken, der stellt sich hier hin. Die Leute kaufen wie doof, dadurch, dass ja das Cumulative Delta hier unten anzeigt, alle Market-Käufer minus Verkäufer, sehen wir halt hier ganz viele Käufer drin. Kann man mal als grüne Punkte hier machen. So, ganz viele Käufer, die hier kaufen, kaufen wie die Sau und nicht den passiven Verkäufer rauspressen. Und wenn die dann halt aufgeben, dann sehen wir durchaus eher den Stop-Run auf der Unterseite. So, dann werden hier alle ausgestoppt, die hier gegen den großen Verkäufer gelaufen sind. Und dann entsteht genau die Delta-Divergenz umgedreht. Also das heißt, wir haben hier im Delta ein neues Hoch, aber im Kurs kein neues Hoch. Ne? So kann die beiden Divergenzen entstehen. Ja. Werden wir dann sehen. Ja. Frage, ob ich sonst die Daueröffnung handle. Also ich handle eigentlich relativ wenig bis keine Eröffnungen. Wir werden jetzt gleich sehen, oder der Nasdaq ist ja jetzt offen. Also ich nehme jetzt hier den Nasdaq, den Dow, ganz ehrlich, ich muss sagen, habe ich selber schon relativ lange nicht mehr gehandelt. Oder viel anders gesagt, ich habe nachmittags eher weniger gehandelt in letzter Zeit. Kommt dazu nicht mehr. Ja, habe jetzt auch in der letzten Woche das Wetter genossen und so weiter. Ja, aber ihr seht ja hier, wie schnell der Markt jetzt hier eröffnet. Und wie gesagt, ich versuche euch dann zu zeigen, wie ich den jetzt handle. Ich habe hier auch im Level 2 ist nicht das Level 2 vom Mikro-Nasdaq, sondern vom normalen Nasdaq drin. Also hier geht es ganz schön zur Sache. Wir holen uns mal hier noch zusätzlich den Tick-Chart hier nochmal her. Und dann kann ich euch nochmal zeigen, wie ich dann typischerweise das Ganze ja handle. Ne? Also ihr seht jetzt hier im Tick-Chart, ja, sieht man jetzt sehr deutlich, dass jetzt zur Eröffnung halt schon auch jemand massiv ja gekauft hat. Ja. Jetzt kommt der Rücksetzer sehr tief. Ne? Also ich halte das mit mal an. Wie gesagt, ihr seht das ja hier. Das ist der Kursverlauf oben. Eine Linie. Und im Delta, wenn man so möchte, ist es noch leicht steigend. Und von daher müssen wir jetzt mal gucken, wenn es hier oben drüber geht, könnte auch der Push auf der Oberseite kommen, falls wir hier diesen Widerstandsbereich brechen. Wie gesagt, im Tickchart sieht man sehr, sehr den Kursverlauf sehr filigran, also sehr detailliert und kann manchmal eine ganz gute Stütze sein. Ja, muss jetzt nicht. So, jetzt haben wir hier den Widerstand nicht gebrochen. Jetzt gucken wir mal, wie das Delta halt mit runterkommt und ob wir hier am Tief dann halt wirklich was sehen. Ja. Gut, also ziemliches Hin- und Hergeballer. In diesem Hin- und Hergeballer kann man eigentlich ganz gut handeln und zwar, wenn er die Shift-Taste nutzt und dann hier entsprechend Käufer- und Verkaufsorders nutzt. So, jetzt gucken wir mal, ob das Delta hier mit nach unten geht. Also mit so nach unten durchdreht oder nicht. Und wenn das nicht ist, könnte man auch gucken, ob man das Tief jetzt kaufen kann. Ja. So, meistens ist es so oder typischerweise ist es so, die erste 5-Minuten-Kerze handle ich eigentlich fast nie, weil das für mich immer ein ziemliches Geballer ist, weil keiner so richtig weiß, wo kommt welche Aktie jetzt da rein. Ja. So. Okay. Und zwar habe ich jetzt Folgendes gemacht. Ich habe jetzt hier, die 5 Minuten sind ja noch gar nicht rum. Ja.
Man sollte mal auf. Ich habe jetzt ja nun gerade gedacht, dass hier die. Na gut, jetzt haben wir erstmal hier den Trade hier drinne. Oh, geht ganz schön. So, ich bin jetzt erstmal raus aus dem Trade. Was ich gerade sagen wollte ist, war jetzt ein bisschen schnell. Jetzt fühle ich mich gerade. Ich bin gerade irritiert, weil ich gerade gedacht habe, die nicht die dahinterliegende Kerze ist die, also ich habe gerade gedacht, die laufende Kerze ist die 5-Minuten-Kerze. Aber es ist ja die 1-Minuten-Kerze. Da war ich jetzt ein bisschen gerade irritiert. Sorry. Also was man hier, ihr seht ja, wie schnell der Markt halt geht. Und wenn der Markt so hin und her ballert, nutze ich gerne die Funktion der sogenannten MTO-Order. Das heißt, ich drücke die Steuerung, was ist das? Die Shift-Taste nach oben und dann nehme ich eine, das wäre natürlich jetzt schön gewesen, dann nehme ich eine sogenannte Stop-Order, also Sell-Stop oder Buy-Stop-Order, um dann genau wie jetzt nach oben mitzukommen. Ja, und wenn der Markt hier runterkommt, mit ein paar Punkten zu den Skype-Trade zu machen. Ja. So, jetzt war ich natürlich jetzt hier unten drin, wäre natürlich Knorke gewesen. Ne? Aber ich war jetzt, wie gesagt, irritiert und habe jetzt überlegt, ja, kann es überhaupt hochgehen oder nicht. Ne? Und war jetzt so von der Zeit, irgendwie habe ich mich gerade mit der Zeit völlig vertan, gerade eben. So. Gut. Also zur Information, also ein Punkt im Mikro-Future sind immer 2 $. Also das heißt, wenn es so wie jetzt hier sind, 45 Punkte oder 50 Punkte sind halt $100 mit einem Mikro-Kontrakt. Ja, bei 2 dann schon $200. Also wenn man so eine Bewegung erwischt, man hat es gerade gesehen, 2 Minuten hat es gedauert, dann kann da durchaus was drin sein. Aber genauso ist auch das Risiko. So, ihr seht jetzt, wie massiv der Markt hier hin und her knallt. Man muss da natürlich Bock darauf haben, das so handeln zu wollen. Und ja, wer sich vielleicht an das letzte Webinar daran erinnert, ich gucke halt unter dem Tief einer 5-Minuten-Kerze oftmals auf Long. Das heißt, hier unten drunter war der Long und hier oben drüber der entsprechende Short Trade hier drüber. So, ihr seht jetzt mit der 5-Minuten-Kerze knallt ihr das wieder alles zurück. Und wir haben jetzt noch nicht wirklich eine Richtungsfindung hier im Markt. Und das liegt daran, weil die Einzelwerte oder der Nasdaq allgemein relativ tief reingekommen ist. Also ich kann euch das mal hier zeigen mit den Einzelwerten. Ihr seht hier, wenn wir das mal ein bisschen hochziehen, ja, die Einzelwerte alle mit einem Gap Down. Und jetzt versucht man hier zwischen Gap Close, ja, zumindest hier bei Apple und so, und Tesla versucht man auf der einen Seite hochzukommen und ihr seht, die Microsoft, die will gar nicht so wirklich hoch, die fängt hier schon wieder an zu fallen und hingegen andere Werte, die sind sogar über dem Schlusskurs von gestern. Ja, also die haben gar kein Gap wie die Amazon. So, und deswegen gibt es jetzt hier das Geknalle hin und her und jeder guckt jetzt irgendwie, was machen wir nun mit dieser Eröffnung und deswegen ballert das Ding hier so hin und her. Also vom Verlauf her 50 Punkte hoch und runter. Ja, es sind also mit einem Kontrakt $100 hoch und runter. Ja, also ihr seht, wie schnell das geht. Und da muss man schon auf Zack sein. Und ja, da kann man mit der Funktion, mit dieser MTO-Order durchaus ganz gut handeln. Die ist mir hier fast ein bisschen zu gering eingestellt. Ja, hier, die würde ich hier auf 2 Punkte einstellen. Ja, und mal gucken, jetzt kann man ja hier unten noch mal gucken, ob man die MTO-Order wischen, also Steuerungstaste gedrückt. Und wenn der Markt jetzt runtergeht, lasse ich mich mitnehmen. Und wenn wir dann unten sind, ja, wie gesagt, im Normalfall schnippt der sowieso immer wieder ein bisschen hoch. Ja. So, jetzt gucken wir mal, wie der Durchbruch hier kommt. So, jetzt lassen wir uns mit runternehmen. Und wenn es hochgeht, dann sind wir dabei und dann sind wir schon wieder raus. So, da waren $10. So. Ja. Ich sage jetzt mal so, bei dem Geknalle hier und jetzt im Webinar will ich jetzt keine Position aufbauen. Ja, da muss ich mich konzentrieren. Ja. Also da kann ich kein Wort reden. Also, aber das ist jetzt so, wie es halt handeln würde. Ja. Vielleicht
eine Position oder zwei Positionen, ja, und jetzt das wieder hoch, ne, und schon wäre es wieder durch, ja. Genau. Ja. Das Cumulative Delta in der jetzigen Phase ist eher etwas hinderlich, weil wir haben keine große Order drin, sondern wir haben hier so eine Findungsphase gerade, wo der Markt halt hier versucht, gerade sich zu finden, und deswegen ist das jetzt hier, ja. Also am Ende natürlich jetzt meine 5 Punkte, die ich hier habe, oder 7 Punkte, ja, sind natürlich ein Witz gegen 40 Punkte, die es hier in 2 Minuten geht. Also da hätte ich vielleicht jetzt auch ein bisschen das anpassen müssen, die entsprechenden also TPs. Ja. Man kann den TP auch weglassen und kann natürlich, und das mache ich dann auch manchmal, ich lasse den TP halt, ups, was habe ich jetzt gemacht? Achso, muss jetzt hier. Lass den TP dann weg, ja, lass den TP dann weg und gehe genauso mit dieser Order dann auch wieder raus. Ja. Also der Markt ist schon sehr, sehr choppy, wie man so sagt, sehr ruppig, ja, und ja. Also ganz schönes Geballer. Ne? Aber prinzipiell unten kaufen, oben verkaufen ist jetzt hier erstmal ganz gut. Ne? Ja. Frage jetzt gerade. Also die Shift-Taste drücken, gedrückt halt, und dann hier oben entweder kaufen oder verkaufen. Ne? Ich mache es jetzt mal nur fürs sozusagen, weil es gibt halt hier keinen Demo-Modus, ja, und jetzt was zu erklären. Ja, ich bin halt, wenn man Future Trading macht, dann immer im Echtgeld. Ihr könnt das ja aber auch mit einem CFD im DAX oder wie auch immer ausprobieren. Ja, ich stelle es jetzt einfach mal hier ein auf einen größeren Abstand. Also ihr geht hier auf die Einstellungen und wir gehen mal jetzt auf die MTO und stellen einfach mal 20 Punkte ein, nur damit man es mal sieht. Ja, so. Da, so könnt ihr das ja auch ausprobieren. Also unter Terminal, MTO, ja, so. Das heißt, wenn ich jetzt hier Short rein möchte, möchte ich mich nach oben mitnehmen lassen. Das heißt, ich drücke die Shift-Taste, dann die Sell-Taste, und jetzt seht ihr einen Abstand von 20 Punkten. Zieht es die Order nur mit nach oben, wenn es halt hochgeht. Seht ihr das? Wenn der Markt jetzt so runterfällt, bleibt die Order dort stehen. So, und jetzt könnte ich jetzt sagen, okay, ihr könnt natürlich auch eine Limit-Pullback reinlegen, ist auch möglich. Ne? Das heißt, legt ihr hier eine Sell-Order vorher rein. Da aber der Markt halt so extrem schnell ist, arbeite ich hier gerne mit der Shift-Taste, ja. Und immer wenn es halt hochgeht, ja, die Limit-Pullback macht am Ende das Gleiche. Ihr legt halt eine Order rein, der Markt muss die abholen, und dann würde ja bei einer Sell-Order, ja, würde ja dann sozusagen der das ja auch mitziehen nach oben, wenn es einfach nach oben geht, ja. So, und von daher könnte das so oder so handeln. Ich selber handle es halt gerne im Nasdaq da, weil das so schnell ist. Ihr seht ja, wie schnell der Markt hier ist. Ja, und da bin ich einfach mit Kaufen, Verkaufen, Klicken und dem Shift drücken dann halt besser. Und ihr seht, die Order bleibt jetzt stehen. Wenn jetzt der Nasdaq hier weiter steigt, dann zieht es die Order halt, wie gesagt, in dem Abstand von 20 Punkte, was jetzt sicherlich nicht sinnvoll ist, aber halt mit nach oben. Ja. Also wenn ich rein will, das geht einfach nur darum, dass es im Nasdaq kann sein, ich drücke jetzt Market Sell, ja, Market Sell, und plötzlich schnippt der Markt in der Sekunde nochmal 5 Punkte höher. Wenn ich das Glück habe und ich drücke das mit dieser MTO-Taste, klar, der Markt muss jetzt 2 Punkte fallen, denn der ist dann holt er mich ab. Aber falls er doch hochgeht, kann es halt sein, ich komme da oben dann halt erst bei 69 rein oder so. Ja. Deswegen würde ich das halt machen. Also nur als Möglichkeit, ja, ist auch nur meine Möglichkeit, also eine von vielen, wie man einsteigen kann. Ne? Also ich stelle das ja mal wieder auf 2 Punkte. Das passt mir bei der Volatilität eigentlich ganz gut. Ne? Gut, jetzt sind wir wieder oben in der Range. Frage ist jetzt, hält die Range, bleibt die Range? So, jetzt nochmal hier zum Cumulative Data. So volatil wie das heute ist, könnte man hier auch mal auf 100 Ticks gehen. Ah, ich merke gerade jetzt. Also wie gesagt, ein paar Punkte sind immer drin, ja, bei der Volatilität hier im Markt. Also das waren hier, sind ja auch schon wieder 15 Punkte. Ja, wir sind hier bei 55 Punkte Vola im 5-Minuten-Chart. Also das ist natürlich schon ganz schöner Irrsinn. Also wenn wir uns hier uns mal das hier im 5-Minuten-Chart anschauen, halt, so, ja, sind das die 5-Minuten-Kerzen. Also das ist schon ganz schönes Geballer, und wir waren zweimal unten long. Ja, also von daher mal jetzt nicht so verkehrt, aber bis jetzt eher minderwertig was rausgeholt.
So, jetzt muss ich hier mal kurz. So, wahrscheinlich jetzt hier. Ja, ja gut. Ach so. Wartet mal, ich muss mal hier die Präsentation. Ah, jetzt. Ah, jetzt war zu viel das Gedrücke. Wartet mal kurz. Speichern. Ja, da war ein bisschen. Ja gut, jetzt hat sie es die andere Software, also hier aufgehangen. Geht ja auch ohne. Genau. Zumal ich ja das Cumulative Data ja hier unten halt habe, also da oben. Mal sehen, vielleicht berappelt sich der Chart noch wieder. Sind wir hier unten jetzt mal gucken. So. Gut. Also jetzt seht ihr gerade den 5-Minuten-Chart. Wie gesagt, der Markt ist hier noch nicht wirklich. Also wir haben jetzt 16 Uhr dann nochmal Zahlen. Und wir schauen jetzt mal unter dem Tief der 5-Minuten-Kerze, wie gesagt, für die Long-Seite wieder interessant. Ja, und da würde ich dann wieder so eine MTO-Order aktivieren. Ja, dann wäre ich jetzt hier schon wieder drin. Zack, wieder 5 Punkte hoch. Ja, also da geht es hier ganz schön ab. Und ihr seht, hier muss man auch wissen, was man tut. Ja, und das kann hier ganz schnell, also wer da sich nicht im Griff hat emotional, der kann ja auch ganz schön schnell aufs Fressbrett kriegen, wenn man es jetzt mal so ausdrücken möchte. Ja, also da kann das Konto schneller platt sein, als man arm sagen kann. Und es bringt dann hier auch nichts, irgendwie zu hoffen, weil wenn es da, und das ist ja auch ein Vorteil, ist aber auch gleichzeitig massiver Nachteil. Ich habe ja die Möglichkeit, warum handle ich die Futures? Weil ich einfach den Hebel von 1 zu 30, wenn ich jetzt Realtek-Kunde bin, kann ich den Hebel oder von 1 zu 25 oder so, ja, umgehen, weil ich kann jetzt hier bei der geringen Margin-Anforderung einfach auch bis auf den Hebel 1 zu 100 gehen. Plus, wenn ich jetzt bei einem Hebel 1 zu 100 hier drin rumhandle und plötzlich knallt das Ding hier 100 Punkte am Stück nach oben und ich bin verkehrt drinne mit 10 Kontrakten, ja, das sind 1500 Euro und 100 Punkte. Ja, 100 Punkte wären ja dann bei 10 Kontrakten 1000 Euro Verlust. Ja, und dann ist das Geld schon wieder weg. Ja, so, jetzt haben wir hier 52 Punkte und stellt euch mal vor, der Markt bricht jetzt hier oben aus und dann geht es ab, die Luzi. Ja, da hat man ein einfach massives Problem. Gut, hat sich der Chart hat sich hier wieder berappelt. Oder? Ah, nicht ganz, aber gut. Warte mal, irgendwie habe ich irgendwo noch ein anderes Einstellung. So, ich habe gerade nämlich noch ein paar Fragen gekriegt, die wollte ich jetzt noch beantworten, aber ich kann hier gerade in dem Chart kann ich nichts machen. Und hier mit zu. Ne, der hat sich hier aufgehangen, das Gute. Der läuft zwar, aber ich kann an dem Chart nichts machen. Gut. Ja, also massiv das Ganze. Hier oben jetzt mal schauen, ob wir hier die 5-Minuten-Kerze hat jetzt noch ein bisschen, aber hier kann man durchaus mal gucken, entweder hier oder hier bei dem Hoch, ob wir vielleicht da nochmal einen Short Trade dann reinkriegen würden. Ja, mal gucken, ob ich hier den Short nehme. So. So, mal gucken. So, jetzt haben wir hier Short drinne. Am Hoch der Kerze. So, jetzt sieht man hier schon auf der rechten Seite haben wir so einen kleinen Aufwärtstrend. Wenn der nicht gebrochen wird, dann kommt es höchstwahrscheinlich gleich richtig dicke nochmal, bevor es runtergeht. Und da muss ich gleich raus. So, jetzt muss es knacken. Knack. So, jetzt könnte man hier schon bei der Vola, muss es jetzt hier durch die 65 da unten durchgehen.
Da können wir hier schon mal den TI anschmeißen. Ja, so. Und wenn es noch ein Stück runter geht, dann nehmen wir die $10 auch nochmal mit. Zack. So. Jo. Also über dem Hoch Short, unter dem Tief Long. Ja, klar, wenn man mehr Strecke erwischt, ist es halt gut. Und vielleicht, wenn man auch mit zwei Kontrakten handelt, auch gut. Aber ja, wie gesagt, möchte ich jetzt heute hier das nicht übertreiben, sozusagen. Okay. Jo. So, jetzt ich würde es mal so machen, weil ja, wie gesagt, die Action ist jetzt eher vielleicht für den einen oder anderen eher wild, ja, und auch vielleicht nicht greifbar, aber von der Volatilität her im Markt oder von der, oder ich sage mal so, die Struktur ist jetzt nicht im 5-Minuten-Chart vielleicht nicht schön, nur überlappende Kerzen, aber in diesem Markt steckt halt auch durchaus Potenzial, aber auch halt viel Gefahr. Also, wie gesagt, wenn man hier vielleicht, also wenn man den Nasdaq als Markt auserkoren hat, vielleicht mal für sich zu handeln. Also wie gesagt, ich mag den Markt, weil er auf der einen Seite schon ruppig ist, hier so wie jetzt gerade. Und das hat durchaus aber auch einen Vorteil, wenn man halt richtig drinne ist, dass es halt einmal Wusch, so ein Sweep nennt man das halt, gibt. Dann nimmt man halt 10, 20, $50 mit. Ja, und an einem Tag, wo die Bewegung halt läuft und wirklich durchgeht, kann das Ding so weit fallen und dann sind auch mal 200 oder $500 mit so einer Position dann drinne. Das ist durchaus möglich. Wichtig ist halt, man muss aber, oder ich selber, ich habe damit auch gar kein Problem, zu sagen, ich gehe halt immer mal 10 hier, $10 hier, $10 da. Wenn ich eine Position vielleicht drinne habe, dann vielleicht läuft eine mal 20, $30. Also ich mache halt nie ein großes Fass auf. Bei diesem Hin- und Hergeschwanke vor allem nicht. Ja, und versuche aber trotzdem da drinnen, ja, ist es relativ einfach, sage ich jetzt mal, in der Schwankungsbreite, wenn man jetzt nicht das große Ding drehen will, durchaus, ja, durchaus machbar, da jeden Tag auch ein bisschen Profit rauszuholen. Ja. Also wenn man sich halt dran gewöhnt hat und sagt, okay, selbst bei einer hässlichen Struktur und man kann zumindest auf gewisse Infos zurückgreifen für sich, ist das hier eigentlich ein Markt, der ja durchaus ein immer mal Profit gibt. Ja. Aber man sollte den Markt halt kennen und man sollte den Markt durchaus auch länger studieren. Und ja, ich bin manchmal auch immer wieder überrascht, was auch möglich gewesen wäre. Aber prinzipiell scalpe ich da hier auf meine paar Punkte. Ja, und stellt euch mal vor, ich hätte jetzt versucht, hier wieder bis nach unten zu halten, den Short als Beispiel, dann wäre das sicherlich in die Hose gegangen, weil neue 5-Minuten-Kerze und da knallt das Ding hier gleich nach oben. Hier oben wäre jetzt, wie gesagt, nochmal ein Short möglichen Level, aber prinzipiell sind wir, ja, man sieht das hier unten im Delta ja auch long, ne? Aber das kann ich gleich ja nochmal zeigen. Genau, also das, wie gesagt, nur Idee meinerseits. Ja, wie gesagt, hier oben, das wäre jetzt so ein Short-Trigger nochmal gewesen. Ja, auch für 10, 12, $13 gut. Ja, und das läppert sich über den Tag. Und wie gesagt, am Ende, wenn man ab und zu dann doch mal einen Ritt erwischt, ja, oder klar kann ich immer sagen, nur hätte, hätte Fahrradkette, aber hätte man hier unten zwei Positionen wieder drinne gehabt und vielleicht ein bisschen anders reagiert, sind dann halt 20 drin, es sind halt 40, $50. Also ich rechne immer, also ich gucke irgendwie 25 Punkte, wenn man die dann mal erwischt mit zwei, drei oder fünf Kontrakten, dann ist der Tag für mich persönlich in Sack und Tüten. Ja, wie gesagt, ich ist nicht mehr meine Haupteinnahmequelle, das Traden. Ja. Ich habe auch relativ wenig Zeit für das Handeln. Aber ich denke mal, das war jetzt nochmal hier ein ganz gute Idee. Und ich würde zum Ende hin jetzt einfach hier nochmal reingehen und die Fragen beantworten. Ich switche hier nochmal kurz, ich mache hier nochmal das X-Frame an und auf den 1-Minuten-Chart und dann sieht man hier auch nochmal ja, das Ganze, wie es jetzt hier läuft. So. Und hier wäre jetzt wichtig, also wir haben zwar von oben den Druck hier drauf, aber wenn die Minute jetzt hier gekauft wird, also 20 Sekunden ist eine lange Zeit. Ja, also für den Nasdaq kann sein, 20 Sekunden reichen ganz locker für 10 oder 20 Punkte manchmal. Manchmal denke ich mir, oh, ich muss jetzt noch die Minute noch durchhalten und dann dauert das viel zu lange. Ja, und was ich gerade sagen wollte, wenn die nämlich gekauft wird, hier unten die Kerze, kann es durchaus sein, dass die Kerze jetzt oben schließt und die nächste ab der neuen 5-Minuten-Kerze
die jetzt in einer Minute denn losgeht, dann kommt nochmal hier der Ballermann oben durch den Widerstandsbereich durch. Also das wird nochmal interessant werden. Interessant ist es halt vom Delta, weil das Delta ist jetzt so flat. Also hier könnte auch dann durchaus sogar die Umkehr kommen. Also das Delta war jetzt so für mich heute, ich sage jetzt mal, eine Semi-Hilfe. Aber ich gucke mal jetzt, dass ich euch da gleich nochmal auch die Fragen dazu beantworte. Ne? Also bis jetzt, wir warten mal nochmal. Ich würde jetzt mal die 30 Sekunden noch abwarten, wie die nächste 5-Minuten-Kerze losgeht. Und ihr könnt durchaus mal darauf achten, die 5-Minuten-Kerzen oder der Start von einer 5-Minuten-Kerze hat manchmal, ist manchmal extrem impulsiv. Also wir warten jetzt mal hier die 12 Sekunden noch ab und dann kommt die neue Kerze. Mal gucken, was jetzt passiert. Ob es jetzt pusht und komplett reverse oder gleich einen Ballermann gibt. So, neue Kerze und nichts Ballermann. Also ich hätte jetzt hier so eine Kerze erwartet, wie wir sie hier da vorne hatten, die in einer Minute 15 Punkte gemacht hat. Haben sie hier ein bisschen zu knobeln, noch zu knabbern hier oben. Gut. Aber über dem Hoch prinzipiell durchaus. Wir kommen hier oben ans, leider geht der Chart halt nicht mehr. Wir kommen hier an den VWAP ran. Und das ist oftmals bei den Amis ein Reaktionslevel. Also hier oben über dem Hoch, wenn wir das getriggert haben, dann würde ich sogar nochmal nach einem Short Ausschau halten. Ja, durchaus. Und gucken, ob da nochmal der Markt runterkommt. Gut. Dann ich widme mich jetzt mal den Fragen. So, da ist nämlich einiges reingekommen jetzt nochmal. Genau, also wie gesagt, ich bin ja, Frage ist, das ist doch meistens schnelle, intensive Bewegungen. Gut für Scalping, also die Eröffnung. Man muss natürlich lesen können. Also ich selber bin halt nicht so der Typ, der da in der Eröffnung gut was lesen kann. Ja, also klar, mein Fehler, also ich habe es ja gesagt, normalerweise handle ich die erste 5-Minuten-Kerze nicht, bin im Chart von der verkehrten Zeiteinheit ausgegangen und habe gedacht, ich kaufe hier am Tief der 5-Minuten-Kerze. Die war aber, das war ein 1-Minuten-Chart. Aber prinzipiell, also ist es eher wirklich selten, dass ich die erste 5-Minuten-Kerze handle, weil genau wie heute, der Markt einfach massiv, und das kann im Dow genauso aussehen, weiß jetzt nicht, wie es im Dow aussah, das kann im Dow genauso massiv halt hin und her gehen, ja, dass die erste 5-Minuten-Kerze dann gar keine Richtung hat und einfach nur einmal 100 Punkte hoch und wieder runter. Und da habe ich einfach keinen Read auf dem Markt, deswegen handle ich das nicht. Also es gibt ungefähr 4 Möglichkeiten, ja, also klar, also Divergenzen, ja, entweder durch den Kurs oder durch das Delta oder halt mitgehen, genau, wären dann um die 4 Möglichkeiten, ja. Mit der Shift-Taste, das habe ich erklärt, genau, der Tick-Chart hier ist aus dem Ninja-Trader, genau, ja, gut erkannt. Ja, und hier im, jetzt wird es gar nicht mehr, man kann auch Minutenchart nehmen. Ja, ich habe halt den Kurs, denn es ist ja egal, ob ich jetzt 50, 55 oder 100 Ticks nehme. Ja, ich möchte das einfach nur dann detailliert halt dargestellt haben. So, ich beende den einfach mal. Den Ninja Trader und so, und mal gucken. Vielleicht kann man das Bild nochmal herholen. Naja. Der hat die Biege gemacht. Er war zu viel offen. Da passiert das immer mal, dass da irgendwas die Biege macht. Normalerweise ist es eigentlich immer der MetaTrader, der die Biege macht. Zumindest bei mir. Dann noch eine Frage. Bei Klick auf TI startet er sofort den Dreh mit eingestellten Abstand auch im eventuellen Minus. Ja, also da gibt es keine. Da ist es auch, wenn man im Minus ist, dann startet der Trail mit dem Abstand von dem Kurs, den man eingestellt hat. Jetzt ist natürlich klar, was natürlich jetzt wäre, oh, da müsste ich jetzt überlegen. Das,
Je nachdem, also bei mir ist ja der TI, der Tick Average eingestellt, der ist ja immer von der aktuellen Kerze. Wenn natürlich aber jetzt der TI so eingestellt ist, vielleicht PLH1 oder so, also dass man da, dann kann es natürlich dort sein, dass der Trailing Stop halt sofort gerissen wird, ne? Weil theoretisch der ausgestoppt ist. Also schon. Also wenn der jetzt theoretisch schon ausgestoppt wäre aufgrund der Regel, die man da hinterlegt hat, dann müsste, wenn man den anschaltet, sofort der Exit kommen. Ja. Also schade, dass der Markt hier jetzt, das hätte ich natürlich jetzt gern gesehen, über das Hoch der 5-Minuten-Kerze drüber geht und dann runter geht. Hat er nicht gemacht. Ne? Das wäre natürlich jetzt als rein, ich hätte es jetzt wahrscheinlich nicht gehandelt, aber wahrscheinlich noch ein cooles Signal gewesen. Mal gucken, ob es jetzt hier nochmal unter die Kerze geht. So. Also unter das Tief der 5-Minuten-Kerze. Und jetzt habe ich hier nebenher schon nochmal den Ninja-Trader geladen. Jetzt mal gucken, ob ich. Ah, die Charts hat es jetzt nicht gespeichert. Aber ich kann ja hier nochmal den NQ anmachen. So. Also wer sich halt traut, auch erste Minute, 5-Minuten-Kerze bei sowas mitzugehen, also im Normalfall sind da ein paar Punkte immer drinne, ja. Wie gesagt, bei der Volatilität hier 16 Punkte, 5 Punkte rausschneiden, wieder weg, Trades, Haltedauer 10 Sekunden, that's it, ja. Also das läppert sich denn schon. Und finde ich dann immer ganz spannend halt so. Ja? Also man muss natürlich vom Kopf her für sich dann einfach sagen, ey, that's it. Also ich warte hier nicht eine Minute. Ja, ihr seht ja, mit der Folgeminute geht es wieder runter. Ja, und da warte ich halt, warum halt warten? Ne? Also das ist halt, wie gesagt, kommt halt drauf an, was man da. Ja, was man da gerne handeln möchte, ne? Also auch vom Trading Style logischerweise abhängig das Ganze. So, dann hat man hier das nochmal. So. So, jetzt haben wir hier wieder Standard. So, wir nehmen jetzt mal hier, wir machen mal eine Minute, geht ja auch. So. Das sieht man halt vielleicht mal ein bisschen mehr. Also was man jetzt hier im Minutenchart halt sieht, ist, dass es ja recht gut gepasst hat. Und hier sieht man zumindest jetzt hier mal so im Minutenchart die Divergenz, die ich gerade, ja, was vorne halt so ein bisschen zu sehen war, etwas ausgeprägter halt in dem Tickchart. Und zwar sehen wir hier das Doppeltief, ja, hier das Doppeltief. Und hier sehen wir, dass der Markt halt das nicht mehr verkauft hat. Ja, also, und damit entsteht so eine Divergenz und deswegen war jetzt hier unten das eigentlich ganz gut. Oder was man dann auch, worauf man auch mal ein bisschen achten kann, ist, der Markt kommt hier zwar deutlich zurück, aber im Delta relativ wenig. Ja, das heißt, hier wartet man einfach, dass der Markt mit relativ wenig Volumen so gesehen runterkommt und kann dann von unten nochmal zufassen. Ja. Hier oben wird es jetzt interessant. Ihr seht, jetzt läuft das hier so leicht runter. Und das heißt, hier oben an diesem Bereich hat man jetzt nicht mehr aktuell großartiges Interesse derzeit. Und hier kommt es jetzt darauf an, wie sie es ausspielen. Also sehen wir, dass wichtig wird sein, wenn es ploppt durch den Reverb, sehen wir danach Anschlusskäufe und dann auch ein steigendes Delta. Oder sehen wir einfach, dass das Delta gar nicht mehr hochkommt, dann würde ich in diesem Bereich immer eher die Shorts suchen und versuchen dann später auch nach unten hier wegzuhandeln. Ja, also zu gucken, wie macht der Markt was und würde hier bis dato eher leicht die Shortseite bevorzugen weiterhin. Ja. Na gut, das sieht jetzt ja. Also man merkt es schon und so kann man sich über das Delta halt durchaus so ein bisschen vielleicht auch ein Feedback holen. Ja, wie gesagt, ihr selber. Ja, hier oben sieht man es jetzt ja auch, ja, dass man sich dann da so eine Art Feedback halt holt, wie macht der Markt was, ja, und
Ja, jetzt haben wir hier sozusagen am Bebop das erstmal verkauft. Die Volume Bänder, also die haben heute auch hier nur nicht ganz so gut gehalten. Also wenn es richtig gut läuft, ja, dann schnippen die halt zwischen diesen Extension halt richtig gut hin und her und zeigen dann immer hier so entsprechende Reaktionen. Ja. Also das heißt, dann wäre hier eine Reaktion zu erwarten oder hier. Ja, und hier gab es jetzt nur eine. Die hier ist ja jetzt sozusagen im Raum. Und hier leider in dem Bereich, ja, da war jetzt eigentlich nicht sauber. Ja. Von daher würde ich das dann, das Anlaufen des Bebops, das war schon relativ gut hier auch gewesen. Ja. Und mal gucken, ob der Markt jetzt halt hier hinher, hinher, hinher oder auch dieses Level nochmal erreicht. Genau. So. Also, hier will man jetzt auf alle Fälle wieder runter von oben. Und wahrscheinlich werden wir das hier auch sehen, wenn wir uns die Einzelwerte anschauen. Ja, also hier sehen wir, die Apple-Aktie hat ziemliche Kontinuität auf der Unterseite. Sie ist halt das Schwergewicht. Und jetzt kann man sich auch den Verlauf eigentlich relativ gut vorstellen. Vielleicht das mal so als kleiner Gedankengang, so Richtung Ende nochmal hin. Also nur mal als Beispiel. Prinzipiell in dem Markt hier aktuell ist es schon mehr eine Range. Aber wenn wir uns jetzt so vorstellen, mal als Beispiel, die Apple-Aktie fällt weiter. Ich kreiere das mal nur. Die Apple-Aktie fällt weiter und die Aktien wie Tesla, die gestiegen sind, fangen auch an zu fallen. Oder hier die Google oder auch die Facebook oder auch die Amazon. Was würde bedeuten? Von hier oben aus würden wir auf einmal eine Beschleunigung sehen und der Markt würde sehr, sehr konstant auf einmal laufen. Das heißt, wir hätten hier eine richtige Verkaufsorder. Also, das heißt, Minute für Minute für Minute würde der Markt fallen und ich würde hier auch nicht gucken mehr unter den Tiefs, ob ich da wirklich einen Long bekomme, sondern hier würde ich dann versuchen mitzugehen, wenn ich das jetzt sehen würde, was ich jetzt pink eingezeichnet habe. Wenn ich jetzt aber sehe, und das zeichne ich jetzt mal in blau, mit dem blauen Pfeil. Ich sehe, dass die Apple-Aktie weiter fällt, aber sobald die Apple-Aktie aufhört zu fallen, fängt die Microsoft an zu steigen, geht die Tesla weiter nach oben, geht die Google weiter nach oben, geht eventuell die Facebook weiter nach oben. Wie würde denn der Verlauf denn hier aussehen? Immer wenn die Apple-Aktie fällt, dann haben wir die Dominanz von der Apple-Aktie. Sobald sie aufhört und die anderen Werte steigen, sehen wir, dass der Kurs wieder hochgeht. Ja? Apple-Aktie fällt weiter, Kurs geht wieder hoch. Was haben wir? Hin und her, hin und her. Und das würde ich dann wieder eher nutzen, um zu schauen, ob ich unter dem Tief Long gehe und über dem Hoch den Short gehe. Das ist so mal so eine Idee, ja, zu überlegen, was könnte dann passieren. Also das sind so mal jetzt aufgezeichnet die Gedanken aus meinem Kopf visualisiert. Ja. Ja, und hier sieht man jetzt doch die Kontinuität, ne? Passt ja. Also das pinke Szenario setzt er jetzt ganz gut um. Ne? Und dann kann man auch überlegen, was ist, wenn das unten sich plötzlich nochmal beschleunigt, das Ganze. Ja? Ja, also da könnte jetzt wirklich mehr Kontinuität auf der Unterseite kommen, wenn jetzt noch mehr Werte umdrehen würden. Sobald das aber aufhört, ja, dann ist es wieder so, wenn wir unten sind, wäre dann auch wieder Ende. Ne? Also das muss man dann halt immer im Kontext dann sehen. Ja. Also so ziehe ich dann meine Meinungen da aus dem Trade raus. Und klar ist, ich kann dann hier noch überlegen, ob ich genau diese Idee, die ich da sehe in den Einzelwerten, müsste sich ja dann auch hier dann widerspiegeln im Verlauf und dann vielleicht auch mit dem Delta, weil am Ende ist das Volumen, was hier reinkommt, ja auch nur ein Spiegelbild von den Einzelwerten. Ja. Ist ja alles immer über die Arbitrage gematcht, das Ganze. Ja, und interessant wird es dann halt irgendwann mal vielleicht eine Etage dann tiefer, wenn man dann halt irgendwann mal reinguckt und sich das Ganze vielleicht jetzt nochmal hier zum Ende hin, das nochmal sich anzeigen lässt als, und das wird es vielleicht auch mal im MetaTrader geben, ja, also wenn man den Footprint-Chart, da habe ich auch schon eine Beta mal gesehen und dann, wenn man jetzt hier in einem anderen Chart sich das dann mal als Footprint-Chart anzeigen lässt und sieht dann vielleicht, wo bilden sich Voluminas innerhalb der Kerze. Ja, und zum Beispiel jetzt hier, ne, wenn man dann in der Kerze sieht, wo die 211 dort stehen, ja, da wird halt wieder gekauft. Und da wäre es jetzt interessant, wenn der Markt darunter handelt oder hier hat man diesen, ne, darunter bleibt. Unter der 211, dann könnte man sagen, okay, da geht es halt nicht tief, da geht es dann nochmal wesentlich tiefer. Jetzt haben wir das Ganze umgedreht. Ja, also
Jetzt drehen sie es doch wieder um. Ja, geht halt schnell. Also wie gesagt, bei den Kerzen, die so lang sind, da ist immer mal erst so ein schneller Richtungswechsel dann halt durchaus möglich. Also ja, liegt halt daran, weil jetzt alle Werte kurz mal aufgehört haben mit Fallen, ja, und dann schnippt das halt gleich wieder hoch. Ja. Und die Facebook scheint ja auch noch weiter steigen zu wollen. Ja, und die Tesla, wenn die, wie gesagt, das wäre jetzt gerade eben war es so ein bisschen mehr Einklang in die Richtung nach unten. Jetzt hört es auf mit der Richtung nach unten und dann geht es wieder hoch und dann wird das halt so dieses zerrige Hin und Her halt. Ja. Und, aber wenn man das sieht, wie die Märkte allein wenn so eine anfängt, so eine gewisse Aktie hier plötzlich entgegen der Richtung zu laufen, die man hier eigentlich vermutet, reicht das oftmals aus, so wie jetzt hier gerade, das waren jetzt wieder 18 Punkte, sich da 3 bis 5 Punkte rauszuschneiden, das kann man machen. Man muss halt klar den Stereo-Trader intuitiv bedienen können. Und da lässt sich aber sowas auch handeln. Ja. So, und wie gesagt, nicht, ihr seht das ja hier, wenn man jetzt mal hier den Chart zusammenschiebt, ihr seht eigentlich auch, selbst wenn ich auf den Minutenchart gehe, sieht man eigentlich, dass auf jedem Level irgendwie gleich gehandelt wird. Ja, und da hat man jetzt nicht zwingend einen Mehrwert. Da muss halt eine gewisse Orderlage vorhanden sein, dass man sagen kann, okay, da habe ich jetzt einen Mehrwert. Zum Beispiel, wenn man jetzt hier ganz viele Käufer oder so, die absorbiert werden über dem Hoch der 5-Minuten-Kerze sehen würde und dann hält der Markt an und dann geht es halt wieder zurück. Ja. Ja. So, also jetzt könnte man halt mal gucken, ob es halt wirklich jetzt über dem Hoch drüber geht oder ob hier über dem Hoch es wieder so wäre, dass man sagen kann, okay, hier könnte man auch wieder nach einem Short Ausschau halten, ja, wenn der Markt dann halt hier vielleicht ein bisschen rumeiert. So, kommen wir her. So, hier drüber, na, das ist das Hoch der, dann wäre das hier vielleicht die Idee hier oben den Short zu suchen für ein paar Punkte. Ja, genau. Aber das muss man dann halt für sich als Trader dann halt sehen und überlegen. Ja. Also da muss man sozusagen diesen Rhythmus halt so ein bisschen mitfühlen. Ja. Also hier, der Order Flow ist jetzt nicht hier so bei dem Gruppe eher ja, nicht wirklich interessant. Der Footprint Chart, wirklich echt Ausnahme, an welchen Levels der da manchmal anhält. Ja, und ja, aber im Großteil aktuell eher braucht man den nicht, würde ich jetzt mal sagen. Ja. So, können wir hier nochmal drauf gehen. So, liebe Leute, ja, da warte mal, ich will mal kurz hier. Genau, ich habe den mal ganz kurz ausgeblendet. Ja. Gut. Also, ich habe jetzt, das waren die Trades, die ich heute hier gemacht habe. Ja, 7, 8, 8 und einer mit minus 0,24. Also jetzt nicht die Welt. Ja. Aber okay. Da jetzt mal. So, geht er hier auch so ein bisschen zum Demonstrieren. Gut. So ein bisschen reizt mich halt der Short hier schon. Jetzt nach dem zweiten Mal, ja, da ist er weg. Naja, ja, also nachdem er das jetzt nochmal rausgeholt hat und jetzt runter, wäre, hätte es mich schon gereizt, hier den Short zu machen. Gut, ja, schon nicht schlecht. Gut, naja, gut. Ja, ist ja. Na gut. Der wäre es zumindest jetzt gewesen, der Short. Ja, der wäre jetzt natürlich nice gekommen. Ja, nochmal abgeräumt oben, runter. Ja, wie gesagt, kurz, der Gedanke war da. Ich habe mir ja ausgesprochen zumindest, aber der Klick halt nicht. Aber man sollte jetzt hier auch nicht hinterher springen, weil, wie gesagt, der Markt, ihr seht das hier, der ballert halt kontinuierlich 30, 40 Punkte hin und her. Und wie gesagt, einer der Fehler, den man in diesem Markt hier machen kann, ist, durchaus hinterher springen. Man kann das hier und da auch rechtfertigen, ja, na, wenn es halt wirklich jetzt hier weitergeht im Sinne der Order, ja, also hier auch, dann ist es okay, aber trotzdem, man muss halt aufpassen, nicht, dass man jetzt hier unten reinspringt und plötzlich zieht der Markt halt wieder 50 Punkte hoch und dann steht man halt doof da, ne? Aber ihr seht halt auch, welche Möglichkeiten in dem Markt sind, ja, das waren jetzt keine 2 Minuten, ja, also unter 2 Minuten 30 Punkte, wenn man da 5, 10 oder 20, egal was rausholt, hat sich das gerechnet und das Risiko, wenn man so möchte, mit 10 Punkte
ja, zu eventuell 20 Punkte, oder wenn man halt einen Stop-Loss hier nachzieht und sagt, okay, ich lege den Stop-Loss auf 20 und bin da jetzt nicht ausgestiegen und werde mit 20 ausgestoppt, ist ja auch cool, ja, dann ist es halt so, und wie gesagt, reicht ja dann ein Runner und fertig ist die Laube, ne? Gut, gut, gut. So, dann, oh, da kam jetzt gerade noch mal ein paar Fragen. Betrifft Datenfeed. Also Datenfeed bei FX Flat und auch bei NinjaTrader habe ich bei beiden den CQG, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass TT, gut, für den Nasdaq weiß ich jetzt nicht, aber dass Trading Technologies zu langsam wäre, könnte ich mir eigentlich fast nicht vorstellen. Aber gut, ich habe es Trading Technologies nicht, deswegen weiß ich es nicht, kann ich dazu nicht sagen. Herzlichen Gruß an den Market der Märkte. Danke, Heiko. Happy Plopping. Vielen Dank. Heiko, kannst du noch mal bitte ganz kurz sagen, was bei dir der 1 Minuten, die erste Minute einer 5-Minuten-Kerze wichtig ist, damit du da einen Scalp machst? Ich nehme das jetzt nicht mal zwingend als Scalp her, sondern was man halt feststellt ab und zu, ihr werdet das sehen, dass der Markt zum Beispiel, vor allem zum Beispiel jetzt 16:15 Uhr, 15-Minuten-Kerze ist fertig, 5 Minuten, 1 Minuten, und wer einen 3-Minuten-Chart hat, die Kerze ist auch fertig. Und dann ist das manchmal so eine gewisse Masse, also viele Zeiteinheiten sind fertig, und wenn man, und ich glaube daran, ohne es bestätigen zu können, aber ich weiß es auch, dass es ja so zeitgesteuerte Algos gibt, die dann einfach mit neuer Kerze dann halt ihre Order dann loslegen. Und manchmal ist es so, dass halt ab Start einfach der Markt dann loszieht. Und ich sage jetzt mal, ich kann gar nicht sagen, also ich setze mich jetzt nicht hin und klicke jede neue 5-Minuten-Kerze, warte ich darauf, dass irgendwie was Großes passiert. Aber wenn ihr lang genug davor seid, und vor allem hilft euch ja das X-Frame, wenn ihr das hier nutzt, bei der Visualisierung werdet ihr feststellen, wie gesagt, das ist mal mehr, mal weniger so, dass es Tage gibt, da geht der Markt, und vor allem, wenn eine Order im Markt ist, so die erste Minute der neuen 5-Minuten-Kerze auf einmal, fupp, geht's los. Und denke, ja, und wenn man dann sieht, dass das eventuell heute in Play ist, also dass das heute so gespielt wird, dann kann man darauf sich für den Tag fokussieren. Ja, also heute war es eher, sage ich jetzt mal, auch total gemischt. Also heute, glaube ich, wäre der Vorteil nicht da gewesen. Der Vorteil heute ist, hoch und tief handeln, ja, also aktuell noch. Also hier auch hier unten, ja, unter dem Tief nach dem Long gucken. Ja, also kann man sich ja auch mal so einzeichnen, wenn man sagt, okay, keine Ahnung, was der damit meint, zeichnet man sich das mal hier so ein, guckt, okay, wie verhält sich der Markt hier unter dem Tief? Wäre das cool? Wie könnte ich den Trade halt halten? Ja, kann ja aus einer ganz einfachen Idee, kann man sagen, Mensch, was ist denn, wie könnte ich das jetzt traden? Steige ich da ein? Steige ich dort ein? Warte ich den Close der Minutenkerze ab, bis es da drüber geht? Wie weit läuft das eigentlich gegen mich überhaupt? Ja, oder bin ich halt direkt im Gewinn? Ja, also hier zum Beispiel war es ja tricky gewesen. Ne? Also wenn man jetzt hier mal das Hoch hier hernimmt von dieser 5-Minuten-Kerze, so, blau ist vielleicht nicht ganz so clever. Nehmen wir es mal, machen wir es mal pink. Ja, das war das Hoch der 5-Minuten-Kerze. Und da ist ja der Markt schon fies gelaufen, denn ich zeichne das jetzt nochmal kurz ab in pink. Der Markt geht erst drüber, dann drunter, dann nochmal drüber und dann erst richtig runter. Also, ja, so. Aber ich sage jetzt mal mit einem 20-Punkte-Stop, denke ich, 57 ungefähr, falls man bei 57 erst rein ist. 57, 67, Gott, 57, 77, also mit einem 20-Punkte-Stop, 20 Punkte sind $40, also mit dem $40-Stop wäre man hier durchaus hingekommen, ne? Also, und man hätte die Chance gehabt, hier nach unten das mitzunehmen, ne? Oder was ist jetzt, wenn der Markt halt hier so in so einer Kerze bleibt? Ja, wie verhalte ich mich da? Also, ja, das ist hier jetzt für mich höchst gefährlich. Ja, wenn der Markt hier in dieser 1-Minuten-Kerze hier rumeiert, da gibt es gleich gibt es da die Ballerei, massiv runter oder massiv hoch für mich. Ja. So, und das vielleicht mit der Kerze um 16:20 Uhr. Ne? Aber das ist hier so die Vorbereitung, und hier könnte man durchaus jetzt mal aufs Delta gucken, aufs Delta relativ flat hier auch. Also wir sehen jetzt keinen großen, der da jetzt irgendwie hier rumhandelt mit großer Size. Ja, also das Delta geht relativ gediegen seitwärts.
Aber das ist jetzt hier schon bestimmt so eine Art, müsste hier eine Positionierung sein, die dann irgendwo rausgeploppt wird, ja. Und das macht der Markt dann auch. Da wäre es dann wichtig, wenn man hier auch drauf guckt, auf den Speed. Also wie läuft der Speed hier denn in der Kerzenader? Das können wir uns hier mal ein bisschen angucken. Und so kann man sich ja seine Meinung dazu machen, ne? Und dann überlegen, okay, der Trade wäre richtig gut gekommen, der wäre scheiße gekommen, da hat es überhaupt nicht funktioniert. Und so fängt man dann mal an, da so eine Idee vielleicht mal zu verfolgen, umzusetzen. Dann guckt man sich das 3 Wochen an und dann sagt man sich, ah, so langsam kriege ich ein Gefühl dafür, was der Heiko da gemeint hat. Und dann kann man ja mal gucken, ob man das im Trading umgesetzt bekommt. Ja. Gut. Beste Visualisierung der Gedanken, grandios 5 Sterne. Vielen Dank. Ja, also TT-CMI, wie gesagt, bin ich halt raus, leider. Wo kann ich den TI einstellen? Also den TI hier. So, jetzt mal gucken hier, ob der Ballermann jetzt hier durchgeht. So, jetzt haben wir hier genau den Start der 5-Minuten-Kerze. Und jetzt ist es so, wenn man davon ausgeht, dass diese Kerze, ich weiß es ja nicht, durchgehen würde, ja, dann dürfte sie nicht mehr zurückkommen und dann könnte man sogar, ich sage jetzt mal, mass überlegen, eventuell in so eine Kerze sogar reinzuhüpfen, weil sie jetzt noch 30 Sekunden hat, bis sie fertig ist. Ja, so. Das heißt, der Start war halt richtig gut, aber wir wissen ja auch, über dem Hoch der 5-Minuten-Kerze wäre jetzt schon eher wieder Short. Also das heißt, deswegen hier Vorsicht. Ne? Das ist halt, wie gesagt, man hat hier viele Gedankengänge, habe ich bei sowas in so einem Markt und am Ende ist es wirklich so, dass ich dann immer überlege, wie ich das zu entscheiden habe. Und eigentlich gibt es im Nasdaq ist es so, 90% der Zeit, solange wir keine Order am Markt haben und wir haben heute bis jetzt keine Order am Markt, ist es so, über dem Hoch der Kerze Short, unter dem Tief eher Long. So, den Long hätte es hier nicht wirklich gut ausgespielt. Man wäre aber mit der ersten Minute rausgekommen und jetzt ist genau das umgedrehte Teil, nämlich hier über dem Hoch der Kerze jetzt der Short. Ne? So. Ja, der jetzt hier läuft, also das Ding hier, ne? Also da hätten sie uns jetzt richtig abgerippt, wenn man da wirklich wieder lange gewartet hätte. Hier ist über dem Hoch rausgeholt und jetzt dann doch eher auf der Unterseite. Ja. So, jetzt sind wir eigentlich unter dem Tief dieser Kerze, also muss man jetzt gucken, wie der Markt jetzt hier kommt. Und jetzt sieht man hier, da sieht man, guck mal, ja, das sieht schon sehr, jetzt hier sehr smooth aus, also vom Verlauf her. Ja, sehr algomäßig aus, ne? So wie das da läuft. Jetzt kommt er wieder hoch, ein Stück. Also ganz viele kleine Kerzen, ne? Da merkt man, da ist Bums drinne. Und da sind wir als Menschen zu langsam. Und da haben wir ja zum Glück aber den Stereo-Trader, der dann uns da hilft, ja, in der Verwaltung des Trades, weil es oftmals schneller geht, als man selber seinen Gedanken fassen kann. Also hier war es jetzt zweimal gut, eher die Hochs zu verkaufen als das Tief zu kaufen. Ja, und wie gesagt, einer der Gedanken kann ja sein, indem man sagt, okay, ich gucke hier auf die Apple-Aktie, tendenziell fällt die Apple-Aktie. Ja, und deswegen suche ich eher nur an den Hochs die Shorts. Wie gesagt, auch eine weitere Möglichkeit, um dann hier eher die Short-Seite anstatt die Long-Seite zu kaufen, zu verkaufen, dass man sagt, okay, ich weiß, unter dem Tief der 5-Minuten-Kerze ist der Long angesagt, aber den lasse ich halt weg, Komma, weil, ja, so als Beispiel. Ja. So. Ja, brutaler Markt, ja, aber vielleicht ein Markt, den man ja lieben kann. Man muss nicht, also entweder wird man mit dem Markt warm oder man stellt ihn nach 2 Wochen in der Ecke. Das kann ich euch garantieren. Ich mag ihn mittlerweile, ja. Ja. Und fürs Future Trading ist er mir eigentlich, also auch im Future bei FX Flat für mich eigentlich ganz cool zu handeln, ja. So, der Nasdaq CFD, kleinste Größe 1, ja, gibt es kein Mini. Eventuell, aber das weiß der Nelson, aber der hat, glaube ich, beim letzten Mal schon gesagt, ne, dass da aktuell das so ist. Genau, haben wir aber tatsächlich jetzt ein paar Mal als Feedbacks Wie liest du den bekommen. Speed? Ah, ja, gut, den Speed, ja, das ist schon ein bisschen schwer. Also natürlich am einfachsten zu lesen ist der Speed über den Tickchart, ne? Wenn es halt so eine Kontinuität mit vielen kleinen Kerzen gibt oder extrem lange Kerzen, ja. Weil hier sind ja immer nur 50, nee, 100 Handelsgeschäfte, ja, und
Klar, wenn die Kerzen extrem lang sind, dann ist der Speed extrem hoch, ne? Also hier, so wie jetzt hier irgendwie 4, 5 Punkte oder so. Am Ende, um das hier rauszubekommen, wie man handelt, hilft eigentlich nur eins: Markt beobachten, anfangen, hier mit irgendwelchen Tools zu sagen, okay, hier verkaufen, da hätte ich gerne verkauft oder da unter dem Tief, macht das Sinn, macht das keinen Sinn? Und dann den Markt halt paar Tage, Wochen, wenn nicht gar Monate beobachten, gucken, ob man einen Mehrwert, einen Vorteil aus diesem Markt herausbekommt und dann nur dann überlegen halt, ob man diesen dann halt auch handeln möchte. Ja. So, wenn wir jetzt hier sind. Also wir sind halt am Tagestief und auch so ziemlich am Tief mit dem Delta, also einmal rückabgewickelt. Ja. Aber das war natürlich schon wieder eine fiese Nummer. Also einfach, man kann sich durchaus echt merken, die Amis machen es halt gern auch fies. Ja. Also wenn ihr euch anschaut, wie schlussendlich die Abwärtsbewegung durchläuft. Nicht immer, aber hier jetzt nur zuletzt. Ja. Die Amis sind halt da auch schon Schweinebacken. Ne? Also der Markt steigt, fällt hier nicht durch, muss halt hier dieses Hoch nochmal rausnehmen. Man denkt, oh, jetzt könnte es durchfallen. Nee, muss halt nochmal das Hoch rausnehmen und dann fällt es durch. Und das ist halt, wie gesagt, schon ein ziemlicher Sackgang. Genau das gleiche auch hier. Los, jetzt fall halt durch. Ja, macht er nicht. Muss man halt hier nochmal drauf und dann so. Und das ist halt ganz klar gewollt. Aber wenn man sich darauf einstellen kann, dass man darauf nicht drauf reinfällt und nicht den Breakout handelt und weiß, wie der Markt läuft. Und ich garantiere euch, wenn ihr euch den Markt eine Woche lang anschaut und ihr seht, wie oft der Markt über einem Hoch oder unter einem Tief gedreht hat, nicht jede Kerze, aber dann werdet ihr merken, dass ihr einfach darauf lernt, nicht zu sagen, also man lernt anders zu gucken. Also das heißt, man sieht, der Markt geht über das Hoch und man denkt nicht an weiter Long, sondern man denkt eher an Short. Ja. Als Beispiel. Ja. Ja, und so machen das halt die Amis gerne. So, dann, wo stelle ich den TI ein? War noch eine Frage. Jetzt haben wir es doch schon wieder halb. Nelson, ich habe wieder hier voll durchgeschnattert. Dann den TI. Also, ihr geht auf Stereotrader-Einstellungen und geht auf Trading, wenn ich es richtig habe. Und dann auf Trailing TA. Ist das der TI? Nee. Halt. Ah ja, halt, sorry. Auf Terminal, Scalp Terminal, also hier auf das hier. So, haben wir Zeichentool hier. So, und dann seht ihr, bei mir ist hier eingestellt TA20, Abstand 2,5 Punkte. Ja, und hier könnt ihr auch alle anderen Stop-Loss- und Trailing-Methoden auswählen. Das Schöne ist einfach beim TI, er ist nicht gekoppelt an den Trigger. Also das heißt, der Trailbeginn ist ab Klick. Ja, es müssen keine Bedingungen erfüllt werden, wann der Trigger halt losgeht. So und ja. Genau, und da könnt ihr euch auch anders einstellen. Also ich hab den TI halt einfach für die Plops, ja, bei mir, dass ich halt, wenn der Markt durchpfeffert, dass ich den kurz anschalte und dann nimmt er mich halt mal noch ein bisschen mit. Ihr könnt das genauso auch mit der MTO-Order machen. Ob ich jetzt ist genau das gleiche oder eine Limit Pullback. Also ihr habt drei Möglichkeiten. Ihr könnt den TI anschmeißen bei einem Durchbruch, ihr könnt die MTO-Order im Markt reinlegen oder ihr könnt halt sagen, ich nehme eine LPO, also eine Limit Pullback-Order. Alles Möglichkeiten, die zum gleichen Ergebnis führen. Bei dem TI ist natürlich der Vorteil, dass ich hier keinen statischen Abstand habe. Ja, weil ich nicht den Tick Average nutze, habe ich ja einen anderen Abstand einfach, ja, der sich nochmal anpasst, ne, durch den gleitenden Durchschnitt, wenn man das so möchte. Ja, oder wenn man einen SMA reinlegt, dann ist der halt vielleicht dann auch noch, kommt man vielleicht auch ein bisschen weiter. Ne? Mal als Beispiel, man hätte jetzt hier nur kreiert, ich zeichne es jetzt mal einfach nur so, man hätte jetzt hier vielleicht einen Trailing Stop, der an einem gleitenden Durchschnitt halt ja, dran wäre. Ja, und bei dem ganz klar, bei einer LPO oder so, dann hat man hier drüber, ja, oder bei einer PLH1, hat man hier den Stop-Loss gefressen, was ja auch vollkommen okay ist, ja. Und mit dem SMA oder EMA kommt man dann vielleicht halt durch. Ja. Geht der Markt aber halt komplett durch, wieder nach oben, liegt da natürlich ganz klar auch der Nachteil dessen auf der Hand, weil man relativ viel ja verschenkt hat. Ja.
Das ist halt, wie gesagt, das ist, da kommt es auf den Trader drauf an, wie er es halt gerne will, ja, und wie es für ihn sinnig erscheint, ja, mit seiner Überzeugung. Ja. Gut, ja. Dann eine Frage noch, weil das heute Thema auch im Stream war. Also das Cumulative Delta würde ich für den FDAX nicht nutzen. Da hat das für mich eine untergeordnete oder gar keinen Vorteil, wenn man es länger beobachtet, oder man muss da eine andere Logik finden für sich, dass es halt sinnvoll ist. Für mich ist der FDAX einfach viel zu illiquide, um da eine gute Meinung sich zu bilden. Und oftmals wird dadurch, dass er so illiquide ist, ich habe überlegt, ob ich es überhaupt sage oder nicht sage. Also kann es halt sein, so wie heute bei der Order, dass in der schnellen Bewegung die Arbitrage als Liquiditätspool genutzt wird und damit sich das Cumulative Delta total verfälscht. Das muss man jetzt nicht verstehen. Wenn man das Cumulative Delta sich vom FDAX heute anschaut, dann fragt man sich, wie kann das sein? Ich habe es. Denn das passt eigentlich gar nicht zum Kursverlauf. Und ich habe es jetzt aber auch gerade hier nicht da. Ja mal hier den FDAX mal anmachen. Dann ziehen wir uns das hier rein. Deswegen, also ich selber nutze den FDAX und das Cumulative Delta selber nicht. Ich ziehe es mal hier rein. Macht für mich. Aber das ist, wie gesagt, das ist meine Meinung. Ne? Jetzt ist hier nur das von. Nee, gehen wir mal hier auf 1 Minute. So. Und dann sieht man hier eigentlich, dass den ganzen Tag das eher steigt. Ups. Ja. So. Also hier ist so eine starke Abwärtsbewegung und hier relativ wenig im Delta runter, dann massiv nach oben und wenig im Delta runter und bis ans Tagestief noch mal runter. Das liegt für mich einfach also dieser Delta-Verlauf liegt für mich einfach also meiner Meinung nach, dass man den Markt halt hier auch unter Umständen Arbitrage, diesen Markt halt auch missbraucht und deswegen so ein stark verfälschtes Delta zustande kommt. Aber wie gesagt, das ist nur meine Meinung. Wer damit einen Vorteil aus dem Markt rauszieht, da ist es ja gut. Ich selber nutze es nicht. Ja, so. Also wie gesagt, ich selber habe da, also ich habe mir das paar Jahre angeguckt im FDAX und habe mir nie einen Reim drauf gemacht. Im S&P 500 finde ich es ganz gut und auch im Nasdaq finde ich es ganz gut. Im Dow wiederum ist es auch ähnlich wie im DAX, da habe ich nie wirklich einen Mehrwert gehabt. Und da liegt es vielleicht auch an der Illiquidität des Futures gegenüber der Kasse halt einfach, dass man das da vielleicht dann nicht, dass es da keinen Vorteil bringt. Ja. Das im Detail jetzt zu erklären, da könnte man jetzt nochmal eine Stunde dranhängen an der Erklärung. Also weiterhin eher die Tendenz leicht abwärts. Wie gesagt, Apple-Aktie wäre dann für mich einfach die Meinung gewesen, zu sagen, über dem Hoch einer 5-Minuten-Kerze eher die Short-Seite. Jetzt gucken, ob der Rest halt mitkommt. Also die gelbe Variante ist aufgegangen, auch wenn nicht so schön. Und ja, jetzt mal gucken, ob da mehr entsteht oder ob vielleicht die Apple-Aktie bei $130 dann genug hat nach unten. Ja, und ja, hier sieht es jetzt auch ganz gut aus. Mal gucken, hier unten Limit knapp angehandelt hier. Sowas kann man dann auch mal nutzen später, wenn man sowas dann sieht, wie der Markt dann an solchen Limits sich verhält. Ja, da selektiv, ja, wäre hier vielleicht ein kleiner Long möglich. Ja. Gut. Ja, und wer sich das Future Trading gerne mal ausprobieren möchte, zum Ende, der darf gerne hier über die Seite gehen, kann sich ein Konto eröffnen, hat dann sogar die Möglichkeit, mit mir in ein 1:1-Coaching nochmal zu gehen, ein Erstgespräch mit mir zu führen. Also, wenn das Konto kapitalisiert ist, ist das dann durchaus möglich. Und genau, also mittlerweile, ja. Genau, also es könnt ihr machen. Die erste Stunde ist auch noch kostenfrei mit dabei. Ja, und da könnt ihr euch das Ganze dann ja gerne mal anschauen, wenn euch das interessiert. Kopiere ich euch auch nochmal den Link rein.
Ja, zum Abschluss würde ich das Wort an den, wenn es keine weiteren Fragen gibt, so muss ich ja sagen, würde ich das Wort zurück an den Nelson geben, der ja vielleicht auch auf das kommende Event hinweisen kann, Hört man was mich? dann bald ansteht. Gut, dann hoffe ich an der Stelle, dass euch das Webinar heute gefallen hat, dass vielleicht ich euch ein bisschen Anregung geben konnte, dass ich ein bisschen was zeigen konnte über die Eigenheiten des Marktes und welche, ja, welche Möglichkeiten es auch gibt, ja, unterschiedliche Methoden im Future hier zu nutzen. Ja, und ja, beim Umsetzen und Nachmachen bitte mit höchster Vorsicht und wie gesagt, sowas auch sachte aufbauen. Ne? Oh. Der Nelson schreibt gerade, er hat Audioprobleme, man hört mich nicht. Ah ja, gut. Dann an der Stelle mache ich die Verabschiedung. Was sagt denn der Nelson eigentlich immer am Ende? Der lacht denn. Ich habe das letzte Wort. Ja, also an der Stelle sei darauf hingewiesen, es gibt demnächst kann man sich schon mal merken, am 4. März, am 4.3., das ist ein Donnerstag, vor Dirk sein NFP-Webinar gibt es einen Börsentag. Da werdet ihr sicherlich auch auf meinen Seiten noch informiert werden darüber. Da gibt es dann auch noch mal ein bisschen Live-Trading von 15 bis 17 Uhr. Ich werde dann auch da wieder das ganze Thema mit hier, Nasdaq Future wieder mir zur Brust nehmen und auch da weiter euch ausbilden, schulen und vielleicht auch live handeln. Genau. Genau, ach so, Nelson, Schluss, genau. Passen Sie auf Ihre Positionen auf. Genau. Ja, dann freue ich mich natürlich auch über Feedback, wenn ihr mir das gerne zukommen lassen wollt, wie im Link ja schon geteilt. Und ja, an der Stelle, ja, passt auf euer Risiko auf. Ich wünsche euch viel Spaß beim Ausknobeln. Und ja, dann wünsche ich euch einen schönen Feierabend, einen schönen noch restlichen Handelstag. Und an der Stelle mache ich die Klappe zu. Affe tot. Freue ich mich dann darauf, beim nächsten Mal wieder dabei zu sein. An der Stelle im Auftrag von FX Flat mit dem MetaTrader 5 Futures und StereoTrader. Und ja, bis bald. Ciao, ciao, euer Heiko und vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, dass ihr so zahlreich bis zum Ende dabei geblieben seid.